Hallo, ich bin's Andreas. Heute habe ich ein Unboxing-Video von mir und heute ist die größere Box gekommen und mal gucken, was da drin ist. Ihr könnt da sehen, in Rot ist ja Weihnachtszeit jetzt und mal gucken jetzt, was da sich drin versteckt. Das hier, was da drin ist. Das ist die Degustativ von der Degusta-Box. Oh, halt. Lecker Nudeln. Verlinkt Petersilie, mal gucken, wie er schmeckt. Dann haben wir Aprikosenmarmelade handgemacht. Sehr lecker, hoffe ich mal. Dann haben wir Tomatensuppe hier. Und Ingwer-Bonbons, sehr wirksam, wenn man Husten hat bestimmt. Ingwer mag ich auch gerne. Ja, das hier ist dann wohl Kaffee aus der Schweiz, ja genau. Und Schweizer Alpentee, wie es ausschaut. Alpenfeuer, Kräutertee, genau aus der Schweiz. Dann haben wir hier zwei Kakao und Bananen, Milchpause von der Bärenmarke. Dann auch brauner Kandiszucker. Kann man irgendwo brauchen Zucker, obwohl Zucker nicht so gut ist, aber gut. Es ist Weihnachtszeit, da kann man sich mal was gönnen. Und Marillenknödelsaft. Was haben wir hier noch drin? Einmal lecker Schokolade, ich bin Schokoladenfan, das wird wahrscheinlich aber erstes dran denken müssen. Und ja, gucken wir mal, wie ich das esse. Es gab Alkohol drin, oder? Ja, ist ja Likör drin, Pärchen und Likör, vielleicht verschenke ich den auch. Und wir haben hier Obst auch dazu, eine Persimone, wie das heißt hier. Und Baileys. Likör. Seite. Jetzt kommen wir bauen schön auf, damit das auch noch haben könnt. Ich
die Gusto-Box, die kostet monatlich 15 Euro. Da bekommt ihr jeden Monat halt die neuesten Lebensmittel zugeschickt zum Probieren. Und das hält meistens auch so bei mir so, meistens so 5-6 Wochen. Wie mit Nudeln so, ja gut, die Nudeln vielleicht so 1 Wochen. Marmelade so, circa so 2 Monate. Ja, falls euch das Video gefallen hat, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir immer einen Kommentar geben und falls euch das Video gefallen hat, dann hoch, falls nicht, dann runter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.